Kaum beginnt der Frühling, erwacht alles wieder aus dem Winterschlaf. Da lässt auch die Zeit der Heurigen nicht mehr auf sich warten. Den Anfang machte die FPÖ Galsbach am Samstag, den 23. März im Gasthaus Linzerhof. Alle Bewohner Galsbachs und Umgebung waren herzlich willkommen zum 21. Marktheurigen der FPÖ. Es ist eine Veranstaltung, die die Kommunikation belebt. Es kommen von den verschiedensten Vereinen die Vertreter, es kommen Privatpersonen und man setzt sich zusammen und man trinkt einen Heurigen und man lässt sich den Abend auf der Zunge zergehen mit den Speisen, die unsere Damen eben hier anbieten. Schon ab 16 Uhr herrschte reger Andrang um die besten Plätze. Die Mitglieder der Freiheitlichen Partei hatten alle Hände voll zu tun. Der Heurige liegt und steht oder liegt und fällt mit den Frauen. Wir Männer haben nur am Rande ein bisschen was zu machen. So die Standl aufstellen, die da im Hintergrund sind, vielleicht so mit der Einladung oder wenig, aber alles andere, wenn wir die Frauen nicht hätten, gab es keinen Heurigen. Und die Getränke, die hat ja der Wirt über. Gibt es da jedes Jahr denselben Wein oder wie wird das gehandhabt? Die Frauen reden über das, was gemacht wird, wer was macht. Und wir Männer kosten so, naja, 7, 8 Sorten Weine durch. Und dann wird bestimmt, welcher der sogenannte Heurige wird. Und dann den Alternativwein dazu, weil auch jeder mag einen Sauerampfer nicht. Wollen die auch irgendwas Liebliches auch? Bereits beim Eingang lief den Gästen förmlich das Wasser im Mund zusammen. Da jeder beim Hereinkommen schon direkt vor dem herrlichen Speiseangebot stand und gustieren konnte. Beim gemütlichen Zusammensein mit Freunden und Bekannten wurden dann die Köstlichkeiten mit den entsprechenden Weinen durchprobiert und genossen. Was genießen Sie denn beim FPÖ-Heurigen? Die Stimmung ist allererst einmal das hervorragende Essen, das da alle Jahre wieder gibt. Und ich freue mich auch jetzt mal wieder drauf. Und nicht zuletzt, das ist immer so eben eingeflüstert worden, die Frauen. Ja, mal einen guten Wein, darum ist er Heiliger. Und ein gutes Jausen, was die Damen der Freiheitlichen Partei ja anbieten. Und das ist immer hervorragend. Und ich habe noch keinen Heurigen ausgelassen. Ja, jetzt einmal vorweg den guten Gespritzten und hinter mir habe ich schon eine gute Heurigenjause. Außerdem gefällt mir das gute Klima da. Also ich genieße in erster Linie, dass ich da mit Galsbacher zusammenkomme, dass ich mit Leuten zusammenkomme, die ich sonst ein ganzes Jahr nicht triff. Und vor allem trinke ich ganz gerne ein Glas Wein. Und jetzt habe ich mir ein Händel dazu geholt, also es passt alles. Rundherum bin ich sehr zufrieden. Ziel der Veranstaltung war es, einen unterhaltsamen Abend in entspannter Heurigenstimmung zu verbringen, wo politisch unterschiedliche Meinungen absolut Nebensache waren. Es ist einmal ganz fernab von Konferenzen, von Besprechungen, Sitzungen. Es ist einmal einfach eine ganz gelöste Atmosphäre. Man kann über alles Mögliche sprechen und das gefällt mir eben so. Und es ist auch nicht irgendwo die große politische Veranstaltung, es ist einfach eine Veranstaltung von den Galsbacher. Für Galsbach und für sind sehr viele andere Ortsgruppen auch da, das man sehr freut und man redet mal über alles Mögliche.